Hallo und willkommen zurück zu Tempest. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eins vorweg, früher oder später müssen wir uns sowieso mal neue Spiele suchen, mit denen wir uns beschäftigen können. Mist, das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Diese Schnellklick-Geschichten sind manchmal etwas nervig, aber nicht zu tragisch. Wir sollten damit leben können. Und jetzt auf der anderen Seite direkt auch noch eine Ladung. Und dann sind sie auch schon platt. Zumindest dieses Schiff. Oh, das nächste Schiff. Auch die werden nicht allzu schwierig sein. Also mir würden spontan so einige sehr interessante Artefakte einfallen. Blitz ist natürlich sehr, sehr interessant, aber wie wäre es zum Beispiel mit einigen etwas Fantasy-orientierteren, zum Beispiel Harpien, die die Schiffe angreifen. Nur mal so ein Gedanke. Andere Seekreaturen gingen natürlich auch. Ich meine, der Kraken ist durchaus sehr interessant, aber wie wäre es mit etwas wesentlich klassischerem, wie zum Beispiel einem weißen Wal. So. Ich wüsste nicht, warum wir uns mit der Festung anlegen sollten. So, wir helfen jetzt einmal den Verteidigern. Das dürften, ja, gut. In diesem Fall die Piraten sein. Man reiche mir mal mein Fernglas. Das ist eine Fregatte. Das ist eine Brig. Okay, mit denen sollten wir eigentlich recht leicht fertig werden. Aber ich möchte nicht unbedingt in der Nähe von Land gegen die kämpfen müssen. Nur weil wir dazu in der Lage sind, heißt es noch lange nicht, dass wir es unbedingt tun sollten. Merken wir uns, an dieser Insel gibt es einen Schatz und da hinten scheint es auch noch mal einen zu geben. Ich würde gerne unsere Piratenfreunde vorgehen lassen. Können die schon mal ein paar Schüsse austeilen und auch wieder einstecken. Und währenddessen halten wir uns ganz dezent im Hintergrund und feuern ein paar Schiffe auf vorsichtige Feinde, die es wagen, in unsere Reichweite zu kommen. Aber irgendwie scheinen die keine Lust zu haben. Was ich im Übrigen durchaus verstehen kann, ich wäre auch nicht so blöd. Und unsere längere Kanonenreichweite erweist sich mal wieder als überaus effizient. Jetzt haben wir es zwar mit zwei Feinden zu tun, aber mit denen sollten wir an sich klarkommen. Genau. Komm ein bisschen näher. Vielleicht sollten wir unsere Zielsicht auf die einschießen und nicht auf die anderen. Das wäre vielleicht etwas günstiger.
zu weit weg und es regnet nicht. Das ist an sich eine coole Vorbedingung. Gefällt mir sehr gut, macht aber manche Gegenstände einfach etwas zu schwer einzusetzen. So, wollt ihr doch noch mitspielen? Oh, wir haben ein Artefakt gefunden. Ist wahrscheinlich nur ein schwaches, aber Artefakt ist Artefakt. So, aufgeräumt. Jetzt können wir nicht nur die Beute von unseren Angegriffenen, sondern auch die von unseren Alliierten noch einsammeln. Was zumindest einen Teil unserer Ausgaben bezahlen sollte. Und dann müssen wir natürlich auch mal schauen, was wir da für eine tolle Beute eingesackt haben. Dieses Artefakt wäre ja natürlich sehr, sehr interessant. Ach ja, und um nochmal dazu zurückzukommen, natürlich, es gibt sehr viele schöne Varianten für Artefakte. Wir werden jetzt ein bisschen vorsichtig an der Küste entlang segeln, um uns die Schätze noch mit einzusacken. Das war das Risiko eigentlich schon nicht wert, aber... Wie wäre es zum Beispiel mit einem Artefakt, das das Wetter ändert? Das sollte ich mir vielleicht auch merken und mal ins Forum reinschreiben. Vielleicht interessiert es ja die Entwickler. Nicht nur erzwungener Regen, damit wir unser Blitzartefakt einsetzen können, sondern zum Beispiel auch erzwungenes schönes Wetter, damit unsere Kanonen effizienter sind. Nur mal so ein Gedanke. Blinkt hier noch? Da tatsächlich, da blinkt noch mal was. Die hätte ich sogar glatt übersehen, diese paar Kisten. So. Wir haben aber mal ordentlich eingesackt hier. Und eventuell machen wir gleich einen Abstecher nach da oben. Aha, keine neuen Geschichten. Zu reparieren haben wir nichts. Wir haben aber Verwundete. Verkauft nicht zufällig Medizin. Nein, schade. Wir haben einen schwachen Sturmstein. Toll. Haben wir schon einen. Den legen wir aber oben ins Lagerhaus. Das macht mehr Sinn, als den hier einzulagern. Ah, nee, die behalten wir. Und die verkaufen wir. Genau, wir fahren mal in unseren Lieblingshafen und schauen einfach mal. Nee, da lassen wir uns erstmal nicht weiter rein verwickeln. Ich möchte nicht versehentlich von denen rausgeschmissen werden. Versehentlich natürlich. Drei Seeleute erzählten mir von einem Monster, das sie in nicht allzu langer Vergangenheit gesehen hatten. Sie waren allerdings so betrunken, dass... Okay. Mehr brauchen wir zu dieser Geschichte, glaube ich, nicht zu hören. Medizin. Gekauft. So, ins Lagerhaus. Einmal. Hervorragend. Ach, wir hätten hier auch noch ein bisschen Medizin gehabt, aber an Geld mangelt es uns ja nicht gerade. Also, Stein der Schnelligkeit.
Aha, die stellen die nur netterweise für uns her. Oder wir können die selber herstellen. Das wäre natürlich auch eine Variante. Ich möchte davon allerdings keine kaufen. Ein paar neue Kanonenkugeln für uns ist auf jeden Fall akzeptabel. Das Schiff brauchen wir nicht. Sonst haben die eigentlich auch nichts Interessantes mehr. Dann... So, sind wir eigentlich wieder ganz gut aufgestellt. Team ist auch vollständig. Wobei, diese Begrenzung auf Besatzung finde ich schon ein bisschen seltsam, weil normalerweise waren Piratenschiffe etwas überbelegt, weil truppenmäßige Überlegenheit auf See natürlich Vorteile hat. Der andere kann ja nicht einfach mal Truppen nachholen. Ja, mit denen sind wir eh nicht sonderlich gut gestellt, also... Gerade äußerst vernünftiges Manöver, aber durchaus effizient. Nee, so nicht, Freund. Einfach so uns unsere Kanonenkugeln verbrauchen lassen und dann stiften gehen. So nicht. Eigentlich war ich der Meinung, sie hätten beim letzten Update die Escape-Mechanik doch etwas verbessert, aber es macht ehrlich gesagt nicht den Eindruck. Feindschiffe können immer noch extrem leicht flüchten und ich meine, gut, könnten wir per se auch, aber... Anstatt dem am Ende des Kampfes Geschwindigkeit hochsetzen, wäre vielleicht angemessen, Geschwindigkeitsknöpfe hinzuzufügen. Abgesehen davon, bin ich das oder haben wir in letzter Zeit einfach keine anderen Spieler mehr gesehen? Könnte natürlich einfach nur meine Einbildung sein. Im Übrigen, hart am Wind zu segeln, sollte einen nicht 60% langsamer auf 60% verlangsamen. Nur mal so eine reine sachliche Feststellung. Ich habe so viel Sid Meier's Pirates gespielt. Hart am Wind zu segeln ist für mich eigentlich eine Standardgeschichte. Ich habe definitiv genügend Zeit in der Karibik dafür verbracht, um zu wissen, dass man auch hart am Wind verdammt schnell sein kann. Und trotzdem, die Optik ist überaus beeindruckend. Das muss man ja einfach immer wieder dazu sagen.
kommt ihr wohl wieder her? Beschädigte Segel, wir haben mehr Segelfläche eigentlich. Naja, es sieht so aus, als ob wir sie langsam einholen würden. In der Zeit könnten wir ein paar Kanonen nach vorne an den Bug rollen und von da aus schon mal schießen. Apropos, warum haben die Schiffe keine Jagdkanonen? Ach, die haben eine Festung. Okay, mit der Festung will ich mich nicht rumschlagen müssen. So. Nee, die können wir erstmal mitnehmen. Mit unserer Mannschaft aus. Alle gesund. Hervorragend. Wir helfen den Angreifern. Einfach, weil wir es können. Außerdem können wir uns da mal wieder schön weit hinten halten und den anderen erstmal das Vorrecht einräumen, sich kaputt schießen zu lassen. Auch wenn mir nicht ganz klar ist, wie die Piraten mit solchen Manövern in der Lage sein wollen, Feinde zu bekämpfen. Ja, da ist es im Endeffekt schon wieder. Geflohen. Die sind mitten im Gefecht und sind angeblich geflohen. Abgesehen davon, dass es praktisch unmöglich ist, in einem Gefecht, in dem man sich gerade befindet, zu fliehen. Hätten sie kapituliert, wäre das wieder eine ganz andere Geschichte. Wir haben gesehen, wir haben keine Chance, wir kapitulieren, ihr gewinnt, alles ist gut. Komm. Ich denke, auch die können wir ganz gefahrlos entern. Boah, sind die fertig. Wir müssen sie nur erstmal erreichen. Aber wenigstens dürfen wir hier ein bisschen beschleunigen. Weil diesen Kampf zu gewinnen, sollte keine wirkliche Schwierigkeit sein. Naja, dafür verschwende ich nicht mal Energie.
So. Also Entern macht inzwischen durchaus Sinn. Nee, ernsthaft. Okay, die dürften gewichtsmäßig nicht wirklich... Und... Nein, wir müssen erstmal ein bisschen Beute verkaufen. Weil wir haben ja so furchtbar wenig Geld. Ja, wir haben genügend Kanonenkugeln. Und dann als nächstes... Ach, schon wieder. Die Animation ist zumindest durchaus überzeugend. Dass der andere entkommen ist, das bin ich sogar bereit zu glauben. Wobei, der befindet sich im direkten Gefecht, der sollte auch nicht entkommen sein können. Aber da bin ich jetzt noch nicht mal so pingelig drum. Damit sind wir doch mit Garantie wieder überladen. Überlegen sind wir in jedem Fall. Ach, da ist noch ein Schiffchen. Ah, wir drehen gleich bei. Nicht so hektisch. Die Häfen im Westen endlich besuchen. Okay. Und es gibt noch ein paar Quests zu erledigen. Aha, entern. Wo ist der Unterschied? Ich möchte das nicht craften, ich möchte das einfach nur kaufen. Ah, also müssen wir es doch herstellen lassen. Ah, das ist ärgerlich. Unser Crew geht es immer noch gut.
Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal das Fort beschützen. Das müsste dieses hier sein. Genau, die sind entkommen. Sind zwar schon im Großen und Ganzen vollständig zerschossen, aber entkommen. So, sehen wir mal zu. Die der Meinung sind, sie könnten einfach so entkommen. Und da wir noch nicht beschleunigen können und noch nicht in der Reichweite für einen Fernkampfangriff sind mit unserem Mörser, bleibt nur noch ein Schiff übrig. Naja, wenigstens Geld gibt's. Und die präsentieren sich auch wie die perfekten Opfer und segeln direkt in unsere Kanonen hinein. Wenn ich das richtig einschätze, ist unsere Reichweite von den Kanonen her deutlich größer als ihre. Hohoho. Deutlich ist dafür ja schon gar kein Ausdruck mehr. Musketenschüsse. Da haben wir aber Angst. Wollt ihr vielleicht auch noch mit Steinen werfen? Wir kreuzen jetzt vor denen, bis die untergehen. Dann hat sich die Sache ganz einfach. Und der Timer sagt, die Episode ist dann sowieso vorbei. Hervorragend. Ja, dann danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ist mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet natürlich auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft,
dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Aha. Okay, dann wissen wir, was wir beim nächsten Mal machen. Bis dahin. Ciao.